Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Neo 2. Heute geht es weiter an der Stelle, wo wir letztes Mal aufgehört haben, wo wir kurz davor stehen, jetzt offensichtlich unsere Mutter wiederzusehen in diesem Yokai-Limbo, sage ich jetzt mal. Ich musste übrigens den Bosskampf vom letzten Mal, also nur den Bosskampf aber, tatsächlich nochmal machen. Dadurch, dass das so einfach war, habe ich das aber jetzt einfach First Try einfach so nebenbei gemacht. Also, ja, ich habe mich nicht wirklich gut angestellt und habe trotzdem noch 4 Leben und war einmal close to death, aber sonst eigentlich voll easy. Okay, ich würde sagen... I have something to relay to you. And someone else awaits you within. They too have much to tell you. Und ich schätze mal, das wird sie hier sein. Ah, finally. I have waited so long. Haven't you grown big and strong? But I am afraid this is not the time. We can reminisce another time. After you fell, Tokichiro continued gathering spirit stones from all over the land. Now, he has succeeded in uniting and ruling over Japan. There may be a way to stop him, but you must go to Byodo-in in the capital. Will you do that for me? Oh. Zum ersten Mal, glaube ich, haben wir Gesprächsoptionen. It must be a shock indeed to see how much your friend has changed. But know that Tokichiro has been possessed by a demon named Otakemaru. Otakemaru, glaube ich, kennen wir aus Neo 2, wenn mich nicht alles täuscht. Das kommt mir auf jeden Fall ein bisschen bekannt vor. Es kann aber auch sein, dass es nur ein ganz ähnlicher japanischer Name ist, der mir bekannt vorkommt. Aber hey. In ancient times, this appallingly destructive yokai struck terror into the hearts of men. But then a youth appeared and struck him down with the legendary yokai slaying blade. Since then, Otakemaru's spirit has been sealed in Byodo-in. But the demon's twisted spirit took a new form, as a red-eyed man. He possessed people's hearts and plunged our land into war and strife. He now fills the world with Aritama, all awaiting the return of their master. Ich glaube, das ist derselbe Dämon, der hier, beziehungsweise ist das nicht der Dämon, den hier Kelly aus Neo 1 unbedingt beschwören wollte, nachdem er die Schlange mit uns fertig hat werden lassen? Also hätten wir den Endbosskampf aus Neo 1 quasi nicht besiegt, aber das heißt, aber es spielt in der Zukunft. Ah, egal. Vielleicht verwechsel ich auch, aber ich glaube, irgendwie so war das. Oder war das aus den DLCs? Oder war das das mit diesem Fuchs, das diese hier... Es war ja auch irgendwie eine Königin, die diese komischen Fuchs... Die sie in diesen komischen 10-schwänzigen Fuchs oder 9-schwänzigen Fuchs oder 13... Egal. Auf jeden Fall in diesen Fuchs hat verwandeln können. Naja. That blade gifted eternal life and the power to slay any yokai. It was given the name Sohayamaru and was passed down through the generations. But sadly, its power to wipe out yokai has been lost. You will recall the dagger I gave to you shortly before I died. That was what was left of the shattered Sohayamaru. It is said that the secrets of this sword are to be found in Byodo-in. This is the same temple where Otakemaru was once sealed away. You must go there and discover a way to restore that blade's power. Okay, also wir haben eine Mission, von daher... Oh, möchtest du das Interim wirklich verlassen? Moment. Vielleicht gibt's hier noch was, zum Beispiel hier... Schade.
Oder hier irgendwann konnten wir mit ihm noch. I once served Master Dosan, but he was attacked and slain by Yoshitatsu, who was possessed by Otakimaru. You then defeated Yoshitatsu in turn. And to think that I shall now serve you and do all in my power to help you overcome Otakimaru. The ways of fate are curious indeed. Alas, I cannot return to your world. But my teacher and I can share what knowledge we have with you. I once served Master Do. You then defeated. And also, jetzt sagt er das Ganze nochmal, okay, na gut. Oder nur ein Teil davon. Aber so wie der davon redet, ist dieses Okatimaru hier, dieses Vieh. Oh, er ist dicht. Wetten wir da oben, können wir dann irgendwie später auch nochmal was machen. Wetten wir, das ist quasi unser neuer, also wirklich mal ein Hub. So ein bisschen wie Firelink Shrine. Nur halt aktuell noch für Arme. Okay, dass man da nicht runter kann, ist so ein bisschen Bullshit. Okay, da ist auch zu. Hier in die Richtung war ja auch nichts mehr. Ne, ich glaube, also wir kommen hier wahrscheinlich nochmal hin und können Stuff machen. Aber aktuell nicht. So wie der übrigens davon gesprochen hat, ist es mehr so eine Art wie eine Plage anstatt wie ein einzelner Dämon. Aber gut, so Dämonen und so sind ja in der Geschichte häufig, also in der Mythologie häufig, mehr oder weniger nur Einspringer für irgendwelche tödlichen Krankheiten, die umgegangen sind oder so. Und dann ist es ein Dämon, aber eigentlich in der Mythologie sowas. Ja, so in die Richtung hört sich's an. Have you made up your mind yet? Ja, ich glaube, ich habe nicht wirklich eine Entscheidung, oder? Thank you so much. It is your destiny to defeat that fiend. Please, look after yourself. Da hinten kommen wir vielleicht auch hin. Na. I know what you must do. It's not easy. Schauen wir mal, wie einfach es wird. Letztendlich wurde Hideyoshi zum absoluten Herrscher. Auch im Alter von 50 Jahren ließ seine Gier nicht nach, sondern schien ihn vielmehr vollkommen zu verschlingen. Jetzt müssen wir inzwischen aber langsam wirklich sehr knapp vor dem Zeitpunkt sein, wo William ankommt. Vielleicht ist das der Epilog. Who knows? Kam eigentlich nochmal William dazu, nach Japan zu segeln, wenn er von der Macht der hier Geistersteine gehört hat. Das müsste er dann theoretisch... Der feurige Dämon. Du wirst dich also nach Biode Inn begeben. Ich bewundere deine Entschlossenheit. Solange der Dämon noch frei herumläuft, wird die Welt der Lebenden weiterhin furchtbar leiden. Falls du dein Schicksal erfüllst, gibt es viel vielleicht Hoffnung. Viel Hoffnung gibt es dann. So, hier der Baumgott. Naja, wirkt jetzt eher im Mickrig. Der in den Schatten lebt, im Dojo. Insel der Monster. Zwielichtmission hat sich geändert. Ah, okay, die Mission. Moment, Insel der Monster, brauchten wir die? Achso, jetzt sind wir hier in einem neuen Akt. Zwielicht, Traum. Oh, 1590. 93 war es, glaube ich, oder 98 oder irgend sowas, wo William doch gekommen ist. Traum. Hier war das, oder? Oh ja, hier. Oh, hier haben wir übrigens noch eine Nebenmission, bevor wir in die nächste Hauptmission gehen. Oh, sogar noch zwei Nebenmissionen. Verstreute Fragmente, Theotensilien. Apropos Theotensilien. Das habt ihr mir gesagt, was ich machen kann. Zuerst mal können wir hier irgendwelches... Ah ja, den da ist ein Riese. Okay. Habe ich mir gar nicht gedacht. So, Charakterverzeichnis. Wo ist sie dann?
Okay. Dann müsste das hier nicht dann eigentlich... Thema ist, Oichi, Prinzessin No. Wo ist hier unsere Mutter hin? Ja, hier! Miyoshino. War eine Yokai und die Mutter des Protagonisten, genau. Da ist lustigerweise jetzt nichts Neues dazugekommen. Aber gut, wir haben nicht wirklich neue Infos im Interim. Alright. Na denn. Mit dem Umgestalten könnte ich auch noch. Brauchen wir aber nicht. So, ihr habt gesagt, ich muss hier diese Teesets verkaufen. Verborgenes Teehaus. Wenn ich richtig Kohle brauche. It's always nice to see a customer. Now, let me take a little look. Oh, this is indeed quite resplendent. Prach. Now, let me take a little. Okay, jetzt haben wir die Dinger hier. Okay, jetzt haben wir die geschätzt. Können wir die jetzt tauschen? Nee. Benötigter Ruhm. Verfügbarer Ruhm. Okay, also wir könnten jetzt langsam okay, sogar Sachen eintauschen. Klankämpfe. Oder können wir die jetzt beim Schmied verkaufen? Ich meine, wir müssen eh wieder mal verkaufen, aber... Hier so Teedinger. Oh. Ah doch, hier Teeservice. Looking for anything special? Okay, so wahnsinnig viel bringen die jetzt aber nicht. Das sind jeweils nur 30.000. Gut, der hier, irgendeiner hier hat 60.000, okay. Dafür nur 10.000. Also im Endeffekt sind alle so circa 30.000. Das sind ein bisschen über 100.000. Ich habe mir ehrlich gesagt, nachdem ihr gesagt habt, dass das so geil sein soll, so ein klein bisschen mehr erwartet vom Preis her. So, diese ganzen nicht so geilen hauen wir mal weg. Ah, ne, nicht den Lippendatrahammer. So, hier, die Sachen sind ja echt Schmutz. Hier, diese Klingen. Das hier auch noch. So, Gläfen. Komm, geht alles weg. Hier von den Sachen her. Wir haben immer noch so wahnsinnig viel. Okay. Nach Name haben wir gesagt, können wir die, glaube ich, nicht sortieren, oder? Egal. Hier die ganzen alten Sachen. Okay, das dauert jetzt wieder ganz kurz, aber hey. Warum will ich teilweise Sachen auch wieder ab? Das verstehe ich irgendwie nicht. Als ob ich irgendwie zu schnell für das Spiel bin mit dem allen Selekten. Das hier wäre natürlich am PC, wenn du mit Maus und Tastatur arbeiten kannst, deutlich schneller, weil dann klickst du wahrscheinlich die an und es gibt dann eine alle angeklickten Löschen-Funktion. Was natürlich nice wäre. Okay, wir sind, glaube ich, wieder relativ gut dabei. Seelenbildtechnisch schauen wir, glaube ich, nicht so gut aus. Nee, wir haben nicht wirklich... Wobei, wir brauchen ja nicht unbedingt... Oh ja, doch, die, aber die Doppelklingen will ich ja eben jetzt behalten erstmal. Hier die Doppelklopfschlangen... Ah, nee, nicht die Tonfa. Die Tonfa können wir eigentlich verwenden. Jo... Ich glaube, das ist ganz gut. Vertrautheit wird halt resettet und wir kriegen dadurch wahrscheinlich am Endeffekt irgendwie so 67, 77 Damage. Und es kostet jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Von daher nehmen wir das.
Wenn ich hätte ich das jetzt umgekehrt gemacht, irrtümlich, und hätte die Tonfa verbessert, hätte ich mir so hart den Arsch gebissen. So, wir haben die hier. Idealerweise hier Key-Impuls-Bonus, Brechen, Nahkampfschaden plus. Eigentlich ist das voll gut. Wenn wir das mal verwenden würden. Und jetzt müssen wir eigentlich das noch ein bisschen verbessern mit irgendwelchen anderen Sachen. Die so richtig nice sind. Das kann man theoretisch auch mit denen. Ja, theoretisch könnten wir das machen. Dann ist, glaube ich... So, jetzt müssen wir hier dieses Dürrerknochen und bleicherne Ast nur noch... Rüstung ist aktuell wahrscheinlich immer noch zu teuer. Dojo haben wir... Okay, der in den Schatten lebt. Ninjutsu-Meisterstufe. Ja, das wird eher nichts werden. Wie weit schaut es denn aus mit... Meister der Doppelklingen? 14 von 180.000. Ja, ich weiß nicht, ob das in diesem Leben noch was wird. Scheiße, gibt's... Okay, wisst ihr was? Das machen wir wann anders. Wir machen jetzt endlich mal was Tatsächliches mit dem Spiel. Irgendwas wollte ich jetzt gerade machen noch. Genau, ich wollte das ausrüsten. Nämlich hier dieses... Knochen und... Dürrerknochen und Bleicher Ast. Genau. Die beiden. Da hier haben wir auch, glaube ich, was Besseres. Drachenschrei nochmal. Okay, die Sachen passen alle. Von daher würde ich sagen... Drei Nebenmissionen. 88, 90 und... Okay, ja, dann mit... Nee, hier das hier zuerst. Streunende Katzen. Auch auf der Insel wieder. Okay. Ich will ehrlich sein. Ich habe mich um einige dieser bezaubernden Shunekosuri-Yokai gekümmert. Aber als ich kurz nicht aufgepasst habe, sind sie alle verschwunden. Könntest du mir helfen, sie wiederzufinden? Natürlich. Warum auch nicht? So, das haben wir schon gelesen. Ich kann dir mal einen Schluck trinken. Während es lädt. Und dann... Oh. This is where I lost my collection of Scampus companions. Keep an eye out for them. I'm counting on you, Hide. Okay. Oh, ich glaube, jetzt gehen wir über einen anderen Teil der Insel, oder? Oder gehen wir doch in den Teil, wo wir schon waren? Weil dort hinten ist ja auch eins. Aber hier ist abgeblockt. Hier gibt's Kodama? Okay, damit, das habe ich nicht mir, das habe ich nicht wirklich mitbekommen, dass es hier auch Kodama gibt. Ah ja, apropos. Ich würde sehr gern wissen, wer da auf mich schießt. Oh, scheiße, ist so einer. Fuck. Okay, das war vielleicht ein bisschen Verschwendung, aber ich glaube, es war wichtig. Dammit! Den brauchen wir wirklich ewig. Bis wir da mal was reißen. Dammit, ich hab gemacht, aber ich glaube, ich hatte nicht genug Key, oder?
Scheiß Dreck. Okay, das war schon mal nicht so top, wie das gelaufen ist. Vor allen Dingen mit dem Damage ist halt echt schwierig. Ah! Ich dachte, es wäre hier Yokai Aura, aber das hier direkt wieder... Dammit! Oh, ich glaube, das hätte mir jetzt nichts genutzt, wenn ich... Okay, also mühsam ernährt sich das Eichhörnchen mit dem hier. Okay, aber gefühlt wird das Damage im Laufe einer Combo halt besser. Vielleicht ist das so das von Doppelkling, dass es im Laufe, je häufiger man hittet, ohne selbst gehittet zu werden, man besser wird. Ach, wir haben natürlich nur Gläfenpunkten und so Dinger. Nur hohe Haltung, prinzipiell von den Sachen. Durchbohrungsschaden, ja komm. Durchbohrungsschaden ist okay. So, Metamorph. Bestimmte Fähigkeiten könnten halt im Bosskämpfen noch gut werden. Erhöhe die haltende Menge Anima. Es ist allgemein, nicht nur mit bestimmten Fähigkeiten. Von daher machen wir das für später. Oh ne, Doppelkatana haben wir Fähigkeitspunkte. Okay, das ist jetzt gut. Wird schnell gezogen werden. Nee. Mit voller Lebensanzeige. Aber das hilft einen Schlag lang und das ist scheiße. Okay, das ist vielleicht ganz okay. Während der Abwehr. Das ist, glaube ich, ganz nice. Du parierst deinen Angriff. Okay, jetzt müssen wir die beiden nur binden. Fähigkeitsanpassung, Doppelschwerter. Schleichangriff, Kralle, wenn du Gegner ohne Ki. Am Ende einer Combo. Ach, hier mittlere Haltung. Ende Abwehr. Nee. Hä? Hä? Ach, einfach das halten und dann machen wir das. Okay. Aber wo ist denn hier während der Abwehr? Himmlischer Fuß? Ach, das ist das. Okay, also sind zwei Dreiecksdinge. Einmal. Wupp, 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 wupp. Und einmal halt. Also. Das ist die Spezialfähigkeit, die ich aktuell nicht zeigen kann, weil wir gar niemanden parieren. Alright, dann würde ich sagen, hier ist noch ein Kunde. Dammit. Da müssen wir uns wieder runterfallen lassen. Okay, das machen wir aber dann gleich. Oder machen wir das? Ja, komm, machen wir es jetzt. Hier. Kodama, Rückweg. Ich glaube, 6 wird es wahrscheinlich geben.
Ich meine, wie gesagt, ich habe nicht explizit drauf geachtet, aber theoretisch ist das ist vor allen Dingen das letzte aus der. Das ist die letzte Mission in dem Level. Also die letzte mit Kodama. Was so ein bisschen weird ist. Oh. Das habe ich verdient. Komm her. Es ist echt ein bisschen blöd, dass man hier nicht die 2 cm runterdroppen kann. Dammit, ich dachte, sie macht den Blick. Weil manche machen fast immer den Blick, manche machen häufig das. Das ist echt scheiße. Schon wieder das. Okay, wetten wir, wenn ich jetzt beim nächsten Mal versuche, das zu parieren. Ist es der Blick? Ja, habe ich's nicht gesagt. Oh, das kann man super pre-chargen, während sie den Blick macht. Die Fähigkeit. Dammit, das wollte ich sogar. Was? Counter-Damage oder was? Fuck my life. Oh, hier ist der erste von den... Ich habe mich an ihm gerieben. Er hat gestrahlt. Okay. Es wirkt ein bisschen weird und random. Ah ja, hier war das. Hier ging es nicht weiter. Und hier... Okay, hier gibt es so einen Rückkehrer. Den können wir eigentlich jetzt gleich... machen, solange wir hier noch unseren Freund dabei haben. Nein, nicht irgendwie was einnehmen. Doping ist verboten. In den meisten Sportarten. Sicher auch im Samurai-Kämpfen. So, ist das, was wir machen, überhaupt sowas im Samurai-Kämpfen? Keine Ahnung. Wir sind in Japan und wir kämpfen. Es reicht schon, dass ich Samurai sag. Scheiße, das heißt, wir müssen doch hier irgendwie über oben. Ja, da sind aber beides mal Dinge drin. Oh, ich weiß auch schon. Ich weiß auch schon, wie rüber wir da hinkommen. Ja, ja, okay. I get it. Das eine müsste sein über... Nicht hier? Wir müssen da irgendwie hinten nochmal hin. Oh, vielleicht auch über hier dann und dann rechts rüber. Das könnte auch noch sein. But I'm not sure I like all the attention. Well, I suppose it can't be helped. And humans and yokai getting along is no bad thing, I guess. Wenn du wüsstest, du wirst bald bei Hanzo landen. Oh ja. Oh, da müssen wir doch einmal außen rum für die Items. Ich weiß halt nicht, wie ich an die 2 Items dort hinten rankommen soll. Naja. Oh nein. Oh, okay. Wenn nur der... Alright. Ich wollte nur kurz schauen, ob ich eh nicht auf den geilen Pfeilen bin. Hä? Ach so, das war der erste Shortcut. Ich dachte gerade schon. Wo sind wir denn hier gelandet? Und da wird die letzte Katze sein.
Und hier ist noch ein Kodama. Es waren noch nicht alle, also es sind nicht nur drei. Oh, und übrigens, die Katze ist immer noch bei uns. Das heißt, offensichtlich ist in der Mission, sobald wir eine gefunden haben, können wir sie behalten aktuell. Dammit. Problem ist halt, solange man noch von deren Vergiftung betroffen ist, zu heilen, ist es eine sehr große Opening im Kampf. Und hier ist ein Sudama. Nice. Nehmen wir mal, was ich habe, nämlich das Gefühl, ich nehme immer was von oben oder unten. Nehmen wir ein Feueramulett. Das war falsch. Und? Das ist schön. Okay. Ist nicht überragend schön, wie es aussieht. Weil es nur ein besserer und nicht ein bester Lack ist, aber hey. Das erste Mal, wo ich diese Viecher gesehen habe, oder dieses Vieh, habe ich echt richtig Bammel gehabt. Aber es ist gar nicht so arschschwer, wie es aussieht. Von seiner reinen Optik her. Was ich immer sehr gut finde, wenn etwas schwieriger aussieht, als es ist. Und sogar noch ein Seelenkern. Nice. Oh ja, Seelenkerne können wir auch mal verkaufen. Stimmt. Okay, das war ein bisschen überraschend. Manche von denen sind unfassbar easy. Schlecht, schlecht, bitte, bitte mach. Und mach was, Kätzchen. Nein. Und da, boom. Dass ihr das nicht selber auch ein bisschen Schaden macht. Du Wichser. Oh, wir brennen immer noch. So, jetzt können wir uns hier in Ruhe das Kätzchen holen. Und damit... Ja, wird es für diese Folge gewesen sein, wollte ich sagen, aber ein paar Minuten haben wir noch. Meine Knöchel ganz kalt und zerkratzt. Also, boah, dachte ich gerade, warum geht's hier nicht weiter? Ah, ja, ja. Ist das der? Ich dachte gerade schon, das wird wahrscheinlich nicht der Boss von dem hier sein, aber... Hey. Au! Das Problem ist mit den Katzen und dem Item und allem... Ich habe gar nicht gesehen. Okay, immerhin vergiftet der nicht und macht direkt Schaden.
Und mit den Katzen und dem Leuchten hier sieht man es echt nicht so gut. Oh, dammit. Ah, und hier geht's weiter. Na gut. Aber vielleicht ist das hier... Wobei, ich weiß nicht, ob man mit der dritten Katze dann noch weiter rumlaufen kann. Oh. Wie wär's, wenn du hier rauskommst? Ja, es stimmt, wir müssen den Weg des Schwertes noch meistern. Den haben wir nicht eingeschlagen, aber auch. Zack. Sollte tot sein, nicht ganz, aber fast. Okay, easy Snack. Oh, hier ist auch mal eine Kiste. Okay. Aber wo ist der Yokai-Typ? Der Haupttyp. Schlüssel des Wärters. Schön und gut. Oh, damit kommen wir zu den zwei. Das heißt, wir müssen nicht nach oben, sondern... Ah, okay, ich verstehe. Aber ich will trotzdem wissen, wie man hier den... Wir müssen hier den Typen noch platt machen. Den Ober-Yokai. Also, wow. Ich dachte gerade schon, wo kommt der jetzt, der Ober-Yokai? Erscheint er mir jetzt hier aus dem Nichts? Was war das gerade? Ich bin nicht in Geisterform, also in Yokai-Form. Bist du der Obertyp? Ich meine, das wäre nice, weil du bist nicht so eine Art, schwere Art von Gegner. Ja, nee. Es ist mir zwei, dreimal passiert, seitdem nicht mehr. Und... Ja, sehr schön. Das gefällt mir doch. Und hier gibt es auch keine Leiter mehr. Das heißt, der ist hier einfach wirklich in der Sackgasse. Oh, da ist ein Kodama, den ich wegen dem Typen, der hier gestanden ist, nicht bemerkt habe. Vielleicht hat mir der auch der kleine Kodama Kraft gegeben, den Typen so krass platt zu machen. So, jetzt müssen wir wieder ewig weit laufen, um nicht zu sagen, bis dort hinten hin. Weil ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob wenn wir die letzte Katze haben, ob wir dann direkt Missionsende haben. Da war übrigens gerade so ein bisschen, sagen wir mal, man hat durch die Landschaft durchschauen können. Nicht so nice. So. Moment, sag nicht, ich habe die Kiste übrigens dort hinten jetzt vergessen. Ich glaube, ich habe die Kiste dort hinten vergessen. Okay, so wahnsinnig gut war das jetzt nicht. Okay, hier ist aber nichts. Ich glaube, ich habe die Kiste hinten vergessen. Aber gut, zumindest in die grobe Gegend müssen wir eh nochmal. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm. Sie ärgern mich trotzdem. Einmal hier hoch, einmal da hoch. Es war ganz am Ende von dem Pfad, oder? Oder war das halfway through? Ich glaube, es war ganz am Ende. Was eine Scheiße. Ah, nee, doch, es war, glaube ich, sogar hier. Nee. Nee, doch, es war hier, David. Wie gesagt. Wir haben seit mindestens 5-6 Missionen keine Mimik gesehen. Hauptmission. Wie viele Nebenmissionen wir schon keine Mimik gesehen haben, will ich gar nicht anfangen zu schätzen. Dann werde ich direkt depressiv. Okay, und das letzte Kätzchen ist close. Ist nur da irgendwie rein. Und dann runter. Oh, die sind größer. Yeah.
will sie nicht gern sterben. Okay, was? David! Fast! Fast hätte ich dich genatzt! Oh, das geht! Man kann den Blick kontern! Man kann ihren Blick... Ich habe das gegen Anfang des Spiels dutzende Male probiert. In der zweiten oder dritten Mission, wo das erste Mal aufgetaucht ist. Und man kann das echt. Wolltest du mich jetzt irgendwie voll verarschen? Dammit, jetzt habe ich die Gelegenheit verpasst. Das jetzt manchmal. Sind wir in der Hauptstory so gut fortgeschritten oder was ist der Grund, warum wir das jetzt manchmal machen? Aber nicht immer. Das ist sau weird. Oder ist es nur, wenn unsere Waffe besessen ist? Aber das hätten wir dann schon früher machen müssen. Alright. Hier kann man lang gehen. Auch hier kann man auch vom Anfang an. Ja, die heutige Mission wird etwas länger. Folge, meine ich. Damit. F you. Ich bin tot. Oh, du hast verreckt nicht. Weg, weg, weg. Okay. Und damit ist sie auch schon vorbei. Scheiße, ich dachte, wir machen das jetzt easy going, alles weg. Aber gut. Da ist unser Schutzgeist. Wir lassen die kurz weggehen. Holen ihn uns. Verpiss dich. Okay. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir über links den Weg zur letzten Katze. Irgendwo muss ja auch der letzte Kodama sein. Irgendwo da vorne. Er muss eigentlich bei dem letzten Kätzchen sein. Sonst wüsste ich echt nicht, wo. Wie dem auch sei. Oh, wir können übrigens aufleveln. Ah, beim nächsten Mal. Die Folge heute ist echt schon lang. Dafür kamen ja die letzten paar Wochen, sage ich jetzt mal, nur sehr unregelmäßig Folgen. Nehmt es als kleine Entschädigung und bis zum nächsten Mal. Bei Let's Play Neo 2 sage ich Tschüss, Leute.